Liebe Schwestern und Brüder, welch ein großes, ja ungeheuerliches Wort ist das, das wir aus dem 10. Kapitel bei Johannes diese Woche gleich zum zweiten Mal hören, schon am Sonntag. Meine Schafe, ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Was bedeutet das, zu den Schafen Christi zu gehören? Die gehören ganz ihm, die auf seine Stimme hören, die ganz auf ihn eingeschworen sind. Wir könnten auch sagen, die, die ihn wirklich lieben. Wer das einmal richtig versucht hat und versucht hat, alles aus dem Weg zu räumen, was dem entgegensteht, wer Christus ganz in seiner Ausrichtung zum Lebensinhalt versucht hat zu machen, versucht hat, dem kann eigentlich nichts mehr geschehen. Es mag viele Widerfahrnisse geben, es mag auch in äußerem Sinn Entfernungen geben, sogar von der Herde der Schafe, aber niemand wird sie meiner Hand entreißen. Adrian von Speyer bemerkt zu dieser Stelle, wir sollten einmal steht es uns gar nicht zu, darüber zu richten, wer nun dazugehört und wer nicht. Das wird sich am Ende zeigen. Es ist ein inneres Kriterium der Zugehörigkeit, nicht ein äußeres. Gar so ein lächerliches, wie wenn man zum Amtsgericht geht und den Austritt aus der Kirche erklärt. Das heißt überhaupt gar nichts. Wenn man wirklich zur Herde Christi gehört, wenn man Christ ist, wenn man getauft ist, kann man 10-mal am Tag aus der Kirche austreten. Das ändert überhaupt nichts. Das ist ein rein formaler Vorgang. Wir müssen alles daran setzen, diese Liebe zu üben, damit nichts geschieht. Es mag, so sagt Adrian von Speyer, ein Leben lau erscheinen, in einem, auch das gibt es ja inzwischen kaum noch, in einem normalen, nicht besonders engagierten, eher mehr als durchschnittlichen katholischen Milieu. Es mag jemand dort groß geworden sein. Er mag, weil er es nicht besser weiß, kaum den Weg zur Kirche finden. Aber es kann sein, dass zum Beispiel die Sterbesakramente, wir müssen heute ergänzen, sofern sie noch gespendet werden, dass die Sterbesakramente diesen Stein der Gleichgültigkeit von ihm wegheben und diese verborgene Liebe offenbar wird. Möglich. Wir sollten uns weniger mit dem Urteilen aufhalten, das Urteil, das sich ja meist mit anderen beschäftigt. Wir sollten uns auch nicht mit Skrupeln aufhalten, unserem eigenen Leben gegenüber. All das steht im Weg. Wir sollten ganz frei werden für diese Stimme, für die Stimme des guten Hirten, für die Liebe, die uns immer schon vorauseilend und zuvorkommend entgegenkommt, die uns abholt. Und nicht nur abholt, sondern die uns ganz erfüllt, dass wir selber liebesfähig werden, ihm gegenüber. Und niemand, nichts und niemand kann uns dieser Hand der Geborgenheit Gottes, dieser Hand des guten Hirten entreißen. Sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben.